macht seinen Riesenlärm für den Slam Baba aus Graz. Mario Tommy! Der Track, den wir gehört haben, ist auf Bosnisch. Den hast du eingerappt vor 15 Jahren gefühlt. Ja, in etwa vor 15 Jahren, eben, als ich noch gerappt habe, quasi. Aktiv und aktuell und so. Und warum hast du dann gesagt, ich scheiß auf Rap, ich mach Slam? Ich habe nie gesagt, ich scheiß auf Rap. Ich habe nur irgendwann angefangen, Slam zu machen. Irgendwann kam ich aus Bosnien hierher, war schlecht angebunden und... Haben Sie dich nicht gescheit gefesselt im Polizeiauto? Ja. Genau, und ja, du darfst es nicht feiern. Er feiert es nicht, den Witz. Warum? Warum eigentlich? Nicht lustig. Das, also sind Witze für FPÖ-Frühschoppen. Entschuldigung. Stimmt, okay. Damit könntest du bei einem Slam auftreten in Braunau. Ja. Merken, nächstes Jahr, Ostern. Ja. Aber schreib ihn dir auf, Alter. Ja. Opportunistenschwein. Wie nimmst du das wahr? Ich habe schon den Eindruck auch, dass, sag ich mal, ich rede ungern von der Szene, aber ich mache es jetzt, tue es jetzt bewusst, die Rap-Szene und die Slam-Szene oft nicht zusammengängen. Es gibt ein paar Berührungspunkte, aber da wird sie eher aus dem Weg gegangen. Hast du das auch so in der Wahrnehmung? Ja, es gibt auch gute Gründe dafür. Also, aber es stimmt, im Großen und Ganzen, es gibt Berührungspunkte und dann fängt man an, sich zu berühren und dann taugt es aber nicht so ganz. Und... Nee, es ist simpel gesagt, sind das ähnliche Sachen, nur halt eben in relativ unterschiedlichen Ausprägungen und so. Und ja, meine Güte, man sollte die Leute auch nicht dazu zwingen, so dass die einen sich das andere verstehen. Machen und umgekehrt. Und es ist ganz okay. Dann hat man zwei geile Szenen und passt. So, und dann tauscht man sich da aus, wo es passt, und dort, wo man für sich bleiben will, bleibt man für sich. So, absolut cooler Scheiß. Du liest nicht alle Strophen, weil der Track einfach mörderlang ist. Der ist mörderlang, ist ein Monster-Track. Dauert normalerweise so fast 6 Minuten, so im Gesamten, und würde Lesezeit circa 20 Minuten dauern. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache 3 oder 4 Strophen, kommt drauf an. Ich weiß auch selbst noch nicht, ob es 3 oder 4 Strophen sind. Intro mache ich auch. Kannst nicht so gut zählen, oder warum? Nee, ich mach das so ein bisschen abhängig davon, wie viel Zeit vergeht. Und wie die Luft hier drin ist, wenn ich nach 3 Strophen irgendwie schon zu voll geschwitzt bin, stehe ich auf und gehe raus. Okay, verpiss dich einfach ohne Tschüss und so. So mache ich das, okay. Ja, wie immer. Bitte, Mario, bewege dich. Ein Track von 1997. Ja, aus dem Opus 1, Wu-Tang Clan. Und mehr wird nicht verraten bis jetzt. Okay. Also ich stehe auch ungemein auf diesen Beat, habe ich vergessen zu sagen. Der Beat ist einfach so geil. Ja, ich mache 4 Strophen, habe ich gesagt. Gell? 4 Strophen, ja. Ich habe den Text übersetzt, und wenn ich sage, ich habe den Text übersetzt, dann lüge ich. Ich habe den Text übersetzen lassen. Google Translate. Meine Güte, von daher, also diejenigen, die jetzt gedacht haben, oh, jetzt finde ich wirklich heraus, was die da meinten. Passiert nicht. Dafür gibt es ganz weirde Sachen. Ich habe etwas, so ganz wenig noch korrigiert nach der Übersetzung, aber im Großen und Ganzen habe ich die Verwirrung so gelassen, wie sie ist. Ich finde das literarisch sehr hochwertig. Ja. Und ein paar kleine Wörter habe ich umgeändert, also beispielsweise Wu-Tang habe ich auch übersetzt, also Wu-Tang Clan habe ich übersetzt mit süß-saures Ghetto. Und dementsprechend auch die einzelnen Komponenten sind immer süß, sauer oder Ghetto. Ja, beginnen wir. Das Intro.
Ich weiß nicht, ob ihr den Clip schon mal gesehen habt. Das ist ein unfassbar geiler Clip. Da steht All Dirty Bastards so auf dem Dach von so einem Wolkenkratzer und spinnt da oben herum. Und so eine Reporterin kommt und sagt, oh, der dreckige alte Mann steht da oben und will Mist anstellen. Und dann sagt All Dirty Bastards so, was meinst du alle, dass du mich nicht gesehen hast? Ich bin der Osiris in diesem Scheiß. Süß-saures Ghetto ist hier für immer. Mutterficker. Es ist wie diese 97. Ab geht's, meine N-Wörter und N-Wörterinnen. Ja. Heimlich ist wirklich das der Grund, warum ich mich entschieden habe, den zu machen. Ich finde es auch einfach geil, dass All Dirty Bastard da zu der Zeit schon quasi das N-Wort gegendert hat. Ich finde es großartig. Lass es uns tun wie das. Ich reibe deinen Hintern in den Mondschein. Lass es uns zurückbringen zu 79. Dann kommt Inspektor Deck und sagt, ich bombardiere atomar. Sokrates, Philosophien und Hypothesen können nicht definieren, wie ich dieses abreißen kann mit Verspottung. Führe lyrisch bewaffneten Raubüberfall aus. Ich fliehe mit der Lotterie. Ich fliehe mit der Lotterie, vielleicht haben sie mich beobachtet. Kampfnarbiger Shogun, Explosion, wenn mein Stift trifft. Tolle, ultraviolette, scheinblind, Forensik. Ich inspiziere den Blick durch die Zukunft, siehe Millennium. Tötungsbienchen verkaufen, Tötungsbienchen, Killerbees. Tötungsbienchen verkaufen 50 Gold, 60 Platin. Fesseln der Massen mit drastischen Rap-Taktiken. Grafische Displays schmelzen den Stahl wie Schmiede. Schwarze, süß-sauer Jacken, Königsbienchen erleichtern die Waffe. Polternde Streifenpolizisten tranken die Funktion. Körper von der Partur nehmen die Flucht zum Krieg. Küken treffen den Boden. Die harten Fans fordern mehr. Sieh den kühnen Soldaten, kontrolliere die Welt langsam. Er fährt fort, schwingende Schwerter wie Shinobi zu blasen. Stampfboden. Ich stoße Fußabdrücke in festen Fels. Süß hat es gesperrt. Live im heißesten Block. Dann kommt Method Man um die Ecke und sagt, wenn sich die Welt dreht, wachse ich wie Hefe. Also wenn ihr so weitermacht, sind es nur zwei Strophen, Leute. Nee. Wachse ich wie Hefe. Segne den Globus mit der Pest. Die Hartgesottenen lernen's nie. Es ist mein Zeugnis für die Verbrannten. Spiele meine Position im Spiel des Lebens und stehe fest. Und jetzt kommt die beste Zeile, meiner Meinung nach, also übersetzt. In fremden Ländern springen Sie mit der Pistole aus der Bratpfanne ins Feuer. Verwandeln sich in den Geisterschreiber. Ghostwriter, Geisterschreiber. Ein Sechstertragel. Wer bekam eine Rückenseite in einer BIM namens Desire? Was hält sich in der Brandlinie? Meine Leute, wenn ihr mit mir seid, wo zum Fick seid ihr denn? Wenn ihr mit... Ja, das ist voll geil. Ja. N-Wörter sind angeschnallt und sie versuchen, meinen Bierdeckel zu drehen. Das Gesicht... Das Gericht ist vertagt,
wegen den schlechten Samen aus schlechtem Sperma. Herb hat meine Perücke wie eine schlechte Dauerwelle gebraten. Was das Blut ist, Gerinnsel. Wir rauchen Kanne und blasen Flecken. Du willst zweimal nachdenken? Ich denke nicht. Die eiserne Lunge wird dir nicht sagen, woher sie kommt. Kanonen von Navarone zerreißen ihre Kampfzone, zerreiße deines Lamms. Dann kommt Cappadonna um die Ecke. Und Cappadonna, das muss man erklären, ist kein offizielles Mitglied von Wu-Tang Clan gewesen, zumindest nicht. Die hatten immer 9 Mitglieder und so. Er war quasi das inoffizielle 10. Mitglied. Es ist mit deren Philosophie so ein wenig verbunden. Der sagt, ich drehe die Pfeile aus dem Herzen, ausprobiert und wahr, beute meine Stimme auf der LP, mein Team ist auf dem Mundartgebirge. Zertifizierter Schwätzer, Wortschatz Donner im Gespräch. Erzähle deine Geschichte beim Gehen. Einfach dope. Geh in Deckung, Kind. Lauf für deinen Bruder, Junge. Lauf für dein Team. Und die 6 Lagerreim-Groupies. So kann ich mich mit dem Vorteil zusammenpressen und vergeuden. Meine tödlichen Notizen herrschen. Ihre Festung ist im Vergleich zu meiner einfach. Domino-Effekt, Kunsthandwerk, Absätze enthalten Cyanid. Machen Sie eine freie Fahrt auf meinem Gedanken. Ich habe die Modekataloge für alle, die alle an die Götter preisen. Dann kommt Old Dirty Bastard nochmal rein und sagt, die Saga geht weiter. Süß-saures Ghetto, süß-saures Ghetto. Ist noch Zeit, kann ich noch eine Strophe machen? Ja? Danke, ja, danke. Ich habe mir dann noch ausgesucht, weil es ein bisschen komisch ist und ein lustiges Ende meiner Meinung nach. Es ist der Part von RZA und der geht dann folgendermaßen. Achte auf die Holzsoldaten. Die Cypherpunks konnten uns nicht halten. 1000 Männer stürmten herein, kein einziger N-Wort war nüchtern. Senkrecht zum Quadrat stehen wir in Gold wie Flair. Nicht der Rapper Flair, der es gab in den 90ern einen Wrestler Flair. Sehen ähnlich aus. Egal. Flucht vor allem aus deiner Drachenhöhle. Meine Beats ziehen sich wie ein Wirbel durch deine Wirbelsäule an die Spitze ihrer Großhirnrinde. Jetzt wird's medizinisch. An die Spitze ihrer Großhirnrinde machen sie dort das Gefühl, das dich von hartem Sex ablenkt. Betreten durch den rechten Ventikel deinen Blutkreislauf oder ein Terminal wie die große Zentralstation. Grand Central Station, große Zentralstation. Programmiere Fettbasislinien auf Novation. Ich werde betrunken wie ein Fick. Ich bin 5 Jahre auf Bewährung. Danke sehr. Mario Tomic, meine Damen und Herren. Wicked!